Hallo, liebe Astrofreunde, herzlich willkommen zur kosmischen Schwingung im März 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorff. Die Tendenzen in diesem Monat sind gemischt. Am Anfang ist es alles sehr romantisch, im Laufe des Monats kommen aber einige Herausforderungen auf uns zu. Falls ihr deshalb Beratungsbedarf habt, könnt ihr euch gern an mich wenden. Auf meiner Homepage könnt ihr eure Wunschberatung aussuchen und direkt buchen. Den Link dazu findet ihr hier auf der Infokarte oder unten in der Videobeschreibung. In meiner Verlosung gibt es auch diesmal nochmal ein Buch zu gewinnen, denn noch haben wir den größten Teil des Jahres noch vor uns und das lohnt sich für euch. Ne? Mein Jahreshoroskop als Buch, da könnt ihr dann jederzeit euren Erlebnishintergrund nachschlagen. Mehr dazu am Ende des Videos, also bleibt dran. Und die Gewinnerin oder den Gewinner gebe ich in der nächsten kosmischen Schwingung bekannt. Und diesmal gewonnen hat das Buch Erika Kleinknecht. Herzlichen Glückwunsch, liebe Erika. Du bekommst ein Jahreshoroskopbuch von mir. Und unten eingeblendet siehst du meine E-Mail-Adresse und die ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Bitte melde dich bei mir, damit ich dir das Buch zuschicken kann. Natürlich mit persönlicher Widmung. Jetzt schauen wir uns die Konstellationen im März an. Wie die langsam laufenden Planeten stehen und was das bedeutet, das könnt ihr euch nochmal im Jahreshoroskop Teil 1 anschauen oder eben im Buch nachschlagen. Wir starten den März mit der Sonne, Merkur, Venus, Neptun und Chiron in den Fischen. Das ist eine sehr romantische Energie. Die Sonne verbindet sich hier mit Neptun in der zweiten Dekade. Die Venus und der Merkur bilden einen sehr schönen Aspekt zum Jupiter in der dritten Dekade. Der Mars steht immer noch quer dazu im Schützen in der dritten Dekade, aber diese Spannung löst sich mehr und mehr auf. Zu Beginn des Monats liegt also viel Liebe in der Luft. Gleich am 2. März haben wir einen sehr romantischen Vollmond, bei dem sich die Liebesgöttin Venus mit Romantikplanet Neptun verbindet und Glücksplanet Jupiter. Das geht alles ineinander über. Und wer nicht gerade frisch verliebt ist, kann während dieser Konstellation spirituelle Einsichten und Erkenntnisse gewinnen. Allerdings zeigt der Vollmond auch die Gefahr von Verführung und Täuschung. Denn der Mond in der Jungfrau steht eben genau gegenüber von Geheimnisplanet Neptun. Wer etwas zu verbergen hat, muss rund um den Vollmond besonders vorsichtig sein, denn der Vollmond wirft ein Schlaglicht auf die Ereignisse, die vor sich gehen. Es kann also sein, dass eine heimliche Affäre herauskommt. Trotzdem sind die Aspekte insgesamt sehr romantisch und diese schöne Stimmung setzt sich fort bis circa zum 10. März. Dann beginnt eine Phase, die in der Liebe mit einigen Herausforderungen gespickt ist. Am 6. März geht zuerst der Merkur und am 7. März dann auch die Venus ins Zeichen Widder und da beginnt langsam eine Veränderung der Energie. Im Zeichen Widder sind wir geneigt, Forderungen zu stellen und wollen, dass was passiert. Action also. Beide Planeten bilden ab dem 10. März und für den Rest des Monats Spannungsaspekte zu den Planeten hier im Steinbock. Erst Saturn, dann Lilith und zum Monatsende auch Pluto und außerdem auch zu Uranus, der hier im Widder steht. Und später gesellen sich sogar die Sonne und der Mars noch zu den Spannungskonstellationen dazu. Eine sehr wichtige Rolle spielt der Neumond am 17. März. Er findet statt im Zeichen Fische und steht in Verbindung zum Chiron. Es ist ein Neumond der Achtsamkeit und der Heilung und der Erkenntnis. In der Meditation können wir uns zum Beispiel vornehmen, alte verletzende Muster zu erkennen und zu entdecken, wo wir uns selbst im Wege stehen. Es ist ein guter Neumond, um nach innen zu lauschen und die Botschaften der Träume oder aus der geistigen Welt zu verstehen. Wer sehr empfindsam ist, sollte über diese Dinge nur mit Vertrauten sprechen. Dieser Neumond ist auch sehr spirituell und eignet sich zum Beispiel für einen Heilkreis oder um mit einer größeren Gruppe zu meditieren und Energien zu erzeugen, die zur Heilung der Welt beitragen können. In Liebesbeziehungen kann Chiron in Verbindung zum Mond auch verletzte Gefühle anzeigen, aber immer verbunden mit der Chance zu erkennen, was vor sich geht und dadurch auch Heilung zu finden. Am 17. März passiert aber noch was sehr Wichtiges. Der Mars wechselt nämlich dann ins Zeichen Steinbock und verstärkt dann die kosmische Spannung, die in der Luft liegt. Die Sonne geht dieses Jahr am 20. März um 17.15 Uhr ins Zeichen Widder und dann haben wir Frühlingsanfang. Die Stimmung steigt, nun sind Tag und Nacht gleich lang und von da an werden die Tage länger sein als die Nächte und das ist ein super Gefühl.
Astrologisch bildet die Sonne allerdings für den Rest des Monats ein paar mächtige Spannungsaspekte zu Mars und Saturn. Und dann wird am 23. März auch noch der Merkur rückläufig, auch im Zeichen Widder. Und die Phase geht dann bis zum 15. April. Und wenn wir diese Aspekte jetzt im Zusammenhang deuten, dann heißt das, dass nach einem sehr romantischen und liebevollen Beginn im Laufe des Monats mehr und mehr Konflikte und Missverständnisse auftauchen. Und darunter leiden die Frühlingsgefühle, besonders in der zweiten Monatshälfte. Wir überlegen es uns womöglich nochmal anders und auch unser Herz kann sich auf einmal anders entscheiden. Die Sterne zeigen sogar Beziehungsfrust an, weil Saturn mit diesen Spannungen verbunden ist. Das heißt, es werden Bedingungen gestellt. In der Beziehung ist zum Beispiel einer der beiden Partner unzufrieden und stellt Bedingungen oder setzt Grenzen. Ja, zum Beispiel sowas wie, wir können uns jetzt nicht mehr so oft sehen oder telefonieren oder wir können nur noch bestimmte Zeiten miteinander verbringen, solche Sachen. Vielleicht ist auch unser Sexleben eingeschränkt, denn der Mars ist ja der Planet für Trieb und Sex und Saturn bremst ihn aus. Dann haben wir vielleicht zu viel zu tun oder sind zu müde und zu gestresst, um Lust auf Sex zu haben. Das betrifft besonders diejenigen, die astrologische Positionen in den Kardinalzeichen Widder, Krebs, Waage oder Steinbock haben oder mit einem Partner aus diesen Zeichen zu tun haben. Es sieht also so aus, als würde ein Partner sich zurückziehen oder die äußeren Umstände führen dazu, dass wir unsere Liebeslust nicht mehr so ausleben können wie noch zu Beginn des Monats. Und die Spannung von Uranus und Venus am Monatsende hier, die lässt vermuten, dass der andere Partner darauf mit Rückzug oder Ausbruchsversuchen reagiert. Insofern haben eigentlich die Singles die besseren Karten, denn die sind niemandem Rechenschaft schuldig und können neue Flirts erstmal von der lockeren Seite nehmen. Das würde ich allen Singles sogar dringend raten. Gerade in der zweiten Märzhälfte, wenn es kompliziert wird, solltet ihr die 90-Tage-Regel beachten. Kennt ihr ja schon. Bei neu angefangenen Geschichten erstmal abwarten. Erst nach 3 Monaten entscheidet sich, ob der Flirt auch wirklich das Zeug zu einer Beziehung hat. Es kann übrigens gut sein, dass Auseinandersetzungen, die sich in Beziehungen ergeben, noch auf den Januar zurückgehen, wo wir uns eine Menge fürs neue Jahr vorgenommen haben. Schon im Februar hatten wir ja dieses Problem, dass bei vielen der Eifer beim Umsetzen der guten Vorsätze nachgelassen hat. Man hat sich dann nochmal eine Chance gegeben gegenseitig und sich wieder versöhnt. Und jetzt, mit den Spannungsaspekten in der zweiten Märzhälfte, sind wir erneut frustriert, dass es nicht so klappt wie gewünscht. Wenn ihr wollt, dass euer Liebesleben und eure Beziehungen funktionieren, dann seid vorsichtig damit, Bedingungen zu stellen, die zu Frustration führen. Es geht darum, dass ihr aufeinander zugeht und versucht zu verstehen, was der Partner braucht. Saturn zeigt, dass es wichtig ist, ehrlich und wahrhaftig zu sein. Wenn also einer von euch Schwierigkeiten damit hat, dass der andere sich nicht an Vereinbarungen hält, sollte er das zur Sprache bringen, ohne daran sofort Bedingungen zu knüpfen. Und wenn ihr merkt, dass ihr Vereinbarungen nicht einhalten könnt, und bei Saturn wird es sehr oft darum gehen, ob ihr Verabredungen einhaltet, ob ihr pünktlich seid und euch an vereinbarte Zeiten haltet, dann sagt einfach rechtzeitig Bescheid, wenn ihr es nicht hinbekommt und lasst euren Partner damit nicht hängen. So vermeidet ihr Enttäuschungen und ihr könnt eure Vereinbarungen an die Umstände nochmal anpassen. Niemand ist perfekt. Der März ist sehr gut geeignet, um sich in bedingungsloser Liebe zu üben. Aber ohne dass man sich an bestimmte Vereinbarungen hält, funktioniert eine Beziehung eben auch nicht. Auch wenn ihr mit Familienmitgliedern die Osterferien zusammen verbringen wollt, müsst ihr euch miteinander arrangieren. Am besten, ihr macht nicht zu viele Pläne, sondern lasst euch gegenseitig ein bisschen Freiraum zum Erholen oder für spontane Aktionen. Ostersamstag, der 31. März, da haben wir nochmal eine recht explosive Vollmondkonstellation auf der Achse Widder-Waage. Da können sich Konflikte zuspitzen, wenn wir nicht achtsam miteinander umgehen. Wir sollten keine überstürzten Beziehungsentscheidungen treffen, denn die Aspekte zeigen, dass es nicht so einfach wird, eine solche Entscheidung wieder zurückzunehmen. Die gute Nachricht ist, ab dem 7. April und bis Ende Mai stehen die Sterne wieder versöhnlich und romantisch. Außerdem versprechen sie auch praktische Lösungen. Das wird eine sehr gute Phase, um gemeinsam die Kunst des Manifestierens zu üben. Wir können dann Ergebnisse erzielen, die unseren Beziehungen wieder Auftrieb geben.
In den Sternzeichenhoroskopen gehe ich dann ausführlich darauf ein, wie sich die Konstellationen auf eure Sonne und Sonnenhäuser auswirken. Außerdem erfahrt ihr, welche Geburtstagskinder im März besonders wichtige Aspekte empfangen und welches eure Top-Tage sind. Das waren eure Konstellationen im März. Wenn ihr euch für eine persönliche Beratung bei mir interessiert, da können wir uns zum Beispiel auch eure finanziellen und gesundheitlichen Tendenzen anschauen, dann schaut doch einfach auf meiner Homepage vorbei. Da könnt ihr eure Wunschberatung aussuchen und direkt buchen. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist am Freitag, den 9. März um 17 Uhr. Da könnt ihr mir eine Frage zu eurem Horoskop stellen. Danach gibt es wieder einen Termin am 6. April um 17 Uhr. Der Workshop Saturn-Probleme heilen ist super gelaufen. Wenn ihr das Webinar verpasst habt, kein Problem. Ihr könnt das Video vom Workshop auch nachträglich noch buchen. Dann bekommt ihr auch alle Unterlagen und Infos mit dazu. Ich kann euch jetzt schon mal verraten, dass ich im nächsten Monat wieder eins meiner Sternzeichen-Kolliers verlosen werde. Wenn ihr eins bestellen wollt, dann findet ihr den Link zum Shop unten in der Videobeschreibung. Und da schreibe ich euch auch nochmal alle anderen Links zu meinen Produkten und Angeboten rein. Ja, und in der Verlosung könnt ihr diesmal nochmal eins meiner Jahreshoroskop-Bücher gewinnen. Das Jahr ist ja noch frisch, das lohnt sich also noch. Und da drin findet ihr dann euren Erlebnishintergrund zum Nachschlagen und alle wichtigen Daten und Zahlen des Jahres. Natürlich könnt ihr das Buch auch bestellen, als gedrucktes Buch oder E-Book. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil, postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. In Teil 1 eures Jahreshoroskops findet ihr euren Erlebnishintergrund, der jetzt auch im März gilt. Und wichtige Informationen zu den Konstellationen gibt's auch in meinen Video-Specials. Schaut doch nochmal rein. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.